Das hat mich inspiriert und ich habe eine Idee. Wir könnten auch Greenwood verbinden. Dort leben viele Menschen, die auch Zugang zu Gold Island haben sollten. Großartige Idee. Und sie gibt uns die perfekte Gelegenheit, auf die andere Seite der Bucht zu expandieren. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Bus Simulator 21, Next Stop, mit mir zusammen. Ich bin der Danny Spitters, hier zusammen auf dem PC. Ja, leider gab es bei der vorigen Aufnahme ein kleines technisches Problem, sodass ich die leider löschen musste, indem ich die Mission Inseltourismus geschafft habe. Und jetzt haben wir eine neue Mission, neue Ufer, verbinde Greenwood, verbinde die Stadtteile Greenwood, Gold Island und St. Anthony mit mindestens einer ausgeglichenen Route und befördere 30 Fahrgäste auf einer Route zwischen den Stadtteilen Greenwood und Gold Island. Das heißt, wir werden eine neue Route machen, indem wir die Stadtteile St. Anthony, Greenwood und Gold Island miteinander verbinden. Ich muss jetzt gerade mal eben schauen, wo haben wir denn Greenwood? Wo haben wir denn Greenwood? Da ist St. Anthony, Highlander Park, West Oakwood, Lakeside, Gold Island und Greenwood. Wo haben wir denn Greenwood? Da unten ist Greenwood. Da haben wir eine Menge zu tun. Gut, gehen wir es an. Eine ausgeglichenen Route. Das heißt, wir werden hier in St. Anthony anfangen, gehen dann runter nach Greenwood und Gold Island ist ja da. Hier, ne, da unten ist Gold Island. Da würde ich sagen, fangen wir hier unten an. So, eins. Und dann hier. Und dann hier. Hier hoch. Muss ich irgendwie da hochkommen. Dann müssen wir hier rum. Hier rum. Ach. Dann müssen wir hier rum. Hier. Hier sind wir jetzt. Die. So, da fahren wir hier rum. Dann hier hoch. Dann haben wir die. Dann hier rum. Ah, okay. Dann fahren wir hier rum. So, jetzt haben wir Gold Island verbunden, haben aber noch keine ausgeglichene Route. So, wir müssen auf Nachfrage gehen. Nicht ausbalanciert, ist klar. Dann fahren wir hier rum. St. Anthony. Mann, ist nicht aus. Nicht ausbalanciert. Da sind wir. Das hat zum Katzen.
Achso, sie hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 gegenüber 2. Ja, das müssen wir nochmal irgendwie ändern. Das müssen wir nochmal irgendwie ändern. Dann machen wir es nochmal. Versuchen wir es nochmal. Und zwar fangen wir Gold Island an. Und zwar 1. Was anders. Was anders. Versuchen wir es mal. Eins. Ausbalanciert. Jetzt fahren wir hier rum. Okay. Fahren wir hier rum. Dann fahren wir hier rum. Fahren nach. Ach, Scheiße. Sorry. Abbrechen. Ja, mal gut. Allerdings vergessen. Greenwood ist hier unten noch. Ach, wir müssen hier unten anfangen. Ach, okay. Wir müssen ja hier unten anfangen. Zack. Und dann hier rum. Hier rum. Wir löschen mal ein paar Routen. Fangen wir mit einer neuen an. So. Dann fangen wir unten in Greenwood an. Fangen wir unten in Greenwood an. Eins. Zwei. Fahren wir hier rum, weil wir. Fahren wir es balanciert. Dann fahren wir so rum. Fahren hier rum, fahren hier rum. Dann fahren wir nach Gold Island. Wieder nicht ausbalanciert, ist klar. Dann fahren wir hier wieder rum. Ausbalanciert. Dann fahren wir weiter hoch. Fahren wir hier rum. Zack, fahren dann hier rum, fahren nach St. Anthony, ausbalanciert. Wir sollen ja Greenwood, St. Anthony, haben wir ja eigentlich. Wir haben sie eigentlich verbunden. Wieder noch eine nicht ausbalanciert, nicht ausbalanciert. Dann nehmen wir die so. Ha, siehst du, da haben wir es nämlich schon. So, jetzt können wir uns einen Bus ausnehmen, aussuchen. Wir haben jetzt Route 10, war das, oder war es jetzt Route 12? Wie war das denn jetzt? Welche war das denn jetzt? Leute. Stadtteil in Gold Island. Ne, das ist es nicht. Route 12.
Islander Park, nein. Rhode Island, Rhode Island. Das ist er. Die müssen wir fahren. Das können wir uns ja aussuchen. Ist ja kein bestimmter. Nehmen wir die. So. Genau, wir müssen jetzt noch 30 Fahrgäste befördern. Das machen wir natürlich. Also wir öffnen hier erstmal die Tür. So, sie möchte eine Fahrkarte, und zwar eine Kinderschülerfahrkarte, einfache Fahrt. Einmal. So, dann schließen wir die Türen. Ach du Scheiße, ach du lieber Gott. Das ist diese enge Stelle hier. Eieiei. Ah, das ist diese enge Stelle hier. Okay. Oh, 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 okay. Haben wir aber geschafft anscheinend. Aus. Ach Gott, wollte ich doch gar nicht. So, da muss ich gleich mal verschwinden. So, steigt hier noch irgendjemand ein? Oder nicht? Oder vielleicht? Nein. Dann können wir weiterfahren. Wo bin ich denn jetzt? Links. Schon. Die Reaktion der Ach, haben wir auch schon erledigt. Ja, geil. War überwältigend. Perfekt, das ging ja schnell. Netz noch weiter verbessern. Mehr Busse, das ging schnell. Das alles trägt zum Aufbau einer soliden Infrastruktur bei. Das ging schnell. So, was haben wir denn jetzt? Kaufe einen neuen Gelenkbus. Verbessere die Stufe des Stadtteils Greenwood auf 2. Okay. Das heißt, wir sollen einen neuen Bus kaufen. Das schmälert unsere Finanzen natürlich um einiges. Das schmälert unsere Finanzen natürlich um einiges. Um einiges. Lassen wir das. So. Den kann jemand anders fahren hier. Oder auch nicht, oder? Ja, lassen wir das mal. So, einen Gelenkbus soll man kaufen. Da sieht's. Der kostet Ebasco 420.000. Boah, ey.
Bitte nicht. 450. 450. Ja, die werden noch nicht gerade billiger. Ich würde sagen, der ist auch der billigste. Der ist noch der billigste. Die sind auch nicht schlecht. 200. Ach so, das kein Gelenk ist. MAN, was haben wir da? 450. Mercedes-Benz. 450. Scania ist gesperrt. Setra ist gesperrt. Alle. Ja, ich würde sagen, wir nehmen dann den Mercedes-Benz. So. Das sind die Türen. Dann kaufen wir uns den, nützt ja nichts. Und die Tesla schenken wir uns. Ja. So, das haben wir auch erledigt. Jetzt sollen wir die Stufe Greenwood verbessern. Das heißt, wir müssen da natürlich Routen fahren ohne Touren fahren ohne Ende. Touren fahren ohne Ende. Neue Route. So, dann gehen wir runter auf Greenwood. Mein Gott. Boy. Mein Gott, diese Scheißschrift. Aber wir müssen ja irgendwie alle verbinden. So, wir sind aber noch lange nicht fertig. Natürlich noch. So, das haben wir glaube ich alle verbunden. Nee. So, jetzt aber. Nee, hier noch. Ja, jetzt haben wir glaube ich alle Haltestellen verbunden. So, jetzt aber, oder? So. Ja, jetzt haben wir sie alle verbunden. Wir gehen auf die Route. Ja. Jetzt fahren und dann sollen wir den neuen Glenbus nehmen. Welcher war das denn jetzt? So, dann war das. Blink.
So. Na komm schon. Sag mal, kann man da keine Schnellreise hin machen? Kann man da eine Schnellreise hin machen? Doch. So. So, jetzt aber. Ach du Scheiße, die Scheißstelle hier. Ah, genau die Stelle davon sprach der Felix. Das ist natürlich hier jetzt tricky. Aber es ging, es ging. Mal halt ein bisschen schon mehr ausholen hier. Funktioniert doch. So, die können wir schon mal ausbauen. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Fürs Erste funktioniert es mal. Immer diese engen Dinge hier. Eier, ich hasse es. So, Wiedersehen. Wiedersehen. So, die lassen wir natürlich noch rüberlaufen, ist ja klar. Ich hasse so enge Dinger. Und damit im Gelenkbus da rein, das ist natürlich. Da ist die Schule. So. So, na, wie sag was, wohin jetzt? Tolle Quentin Quiltz mit Quantenphysik ist eine der besten Animationen. Hey, du hast gerade gesagt, links. Hä? Links hat er doch gerade gesagt. Jetzt raff ich gar nichts mehr.
Komisches Navi manchmal. Du hast doch wohl Ei am Wandern, ich hab Vorfahrt. Vollmond heißt, die Erde ist zwischen Sonne und Mond, richtig? Und Neumond heißt, der Mond ist zwischen Sonne und Erde, richtig? Und wie ist das da bei einer Finsternis? Scheiße. Da war ich zu eng gefahren. Big Street. Komm, wir spielen. Ich bin der Busfahrer, du der Fahrgast. Okay. Haben Sie eine Fahrkarte? Nein? Dann müssen Sie jetzt $1,000,000. $1,000,000, der hat eine Fantasie. So viel ist sicher. Oh, mein Bauch. Er hat Fantasie. Nächster Halt, Apple Farms Walk. Boah, das war knapp. Na komm. So. Weiter geht's. Nächster Halt, Emergency Headquarters. Das wird wahrscheinlich das Krankenhaus sein. Viel zu schnell. So. Gleich in den Bus steigen. Warum lassen Sie uns nicht vorher raus? Ja, das verstehe ich allerdings auch nicht. So, nächste Haltestelle. Ausfahren. Zeittag mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. So, das haben wir auch erledigt. Jetzt weitergehen. Achso, natürlich, die Rampe muss ja noch angefahren werden.
fahren, so wie das Navi zeigt. Zu spät. Er trifft genau dann, wo er es beabsichtigt. Nee, hier ist er nicht. Hier ist das, genau. Beeilung, wir sind spät dran. Können wir ausbauen? Teile Fahrkarte bitte. So, weiter geht's. Oder aus. Oh, Polizei. Hier nehmen. Also diese engen Dinger gehen eigentlich ganz gut, wenn man genug ausholt, dann passt das. Und das ist nur meine Meinung. Steigt gleich aus, wir sind nämlich sofort da. Nur hin. Dieser Tag würde niemals enden. Greenwood High School. Das wäre, glaube ich, auch nicht so gut, wenn ein Tag nie enden würde. Weiß ich nicht, was immer so sinnvoll ist. Lasst das mal so dahingestellt, könnt ihr euch selber Gedanken drüber machen. Absa! Die Frau habe ich bald übersehen. Jetzt aber. So,
möchte eine Kinderschülerfahrkarte, Tageskarte, einmal. Dankeschön. Ich habe einen der Nerds bei Denali Research gefragt. So. Die Rampe wieder einfahren. So, weiter geht's. Da habe ich zu eng genommen. Das war meine Schuld. Holla die Waldfee. Totalzusammenstoß. Alter Schwede. Ha. Das war meine Schuld. Alter Schwede, ey. Bewusst. Dankeschön. Ich habe keine Fahrkarte gekauft. Hoffentlich werde ich nicht erwischt. So. Das aber glaube ich gleich geschafft. Weiter geradeaus. So, die bauen wir auch aus. Ja, Kinderschülerfahrkarte, einfache Fahrkarte einmal. So, irgendwie hat hier glaube ich keine Fahrkarte, dann schauen wir da gerade mal nach. Ah, nein. Unsere Katze Schnummi schläft immer auf meinem Schoß, während ich Hausaufgaben mache. Ich mache hier ein Foto von ihr und zeige sie ahnungslosen Busfahrern. Das reicht jetzt mal. So. Das ist eine ziemlich lange Tour, eine lange Route. Er will nicht, gut.
natürlich hier wieder so eine Sache. So. Ich schwamm mal, welche Endstation mal erreichen. Sehr schön. Bitte alle aussteigen. Damit hätten wir das fürs Erste. Den Rest machen wir dann in einem der nächsten Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.